Ein gewöhnlicher Mittwochvormittag. Hier in der Servicewohnung von Inge Tuppheit liegt der Geruch von Marzipan in der Luft. Jetzt muss ich das Fett schaumig rühren. Heute gibt es einen Rührkuchen. Seit fast einem Jahr wohnt die 84-jährige Seniorin im Olga- und Josef-Kögel-Haus in Wieblingen-Ulm. In ihrer etwa 47 Quadratmeter barrierefreien Wohnung fühlt sie sich sehr wohl. Wenn irgendwas auftaucht, dann braucht man nur fragen. Wir sind gut betreut. Inge Tuppheit ist dankbar, selbstständig ihren Alltag zu bestreiten. Und doch genießt sie die Vorteile des Servicewohnens, wie etwa den Hausnotruf, die internen Beschäftigungsangebote und vor allem die Sicherheit. Auch wenn ich krank wäre, wenn ich mal eine Grippe habe oder so, kann ich im Bett bleiben. Unsere Betreuerin, die Frau Hoffmann und die Frau Raab, kümmern sich. Die schauen jeden Tag nach einem. Zuvor lebte die Seniorin mit ihrem Mann im Nersinger Ortsteil Straß. Als sie ihn aufgrund seiner fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung nicht mehr alleine pflegen konnte, erhielt er kurzfristig und mit viel Glück einen Platz im Seniorenzentrum, direkt unter ihrer jetzigen Servicewohnung. Für Inge Tuppheit war klar, sie möchte so lange wie möglich in seiner Nähe bleiben. Wir waren 65 Jahre verheiratet. Wir haben alle Hochzeiten gehabt, die es gibt. Kurz darauf zog sie ins Olga- und Josef-Kögel-Haus ein. Durch den Umzug konnte sie ihn auf seinem letzten Weg begleiten. Er fehlt ihr sehr und doch ist sie dankbar, hier in dieser schönen Wohnanlage sein zu können. Was mir auch besonders an meiner Wohnung gefällt, wenn ich im Bett liege, dann kann ich die Sterne sehen. Ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht alleine. Wenn ich da runter gucke in den Hof, ich fühle mich nicht alleine. Es geht mir gut hier. Während der Kuchen im Ofen aufgeht, zeigt uns die ehemalige Wirtschaftsführerin ihren Lieblingsplatz. Kommen Sie mit raus. Ich genieße meinen Balkon. Schauen Sie mal, wie schön ich es habe, wenn ich hier sitze. Langweilig wird es ihr hier nie. Ich habe hier auf dem Flur eine Frau kennengelernt, die war bei der Stadt Ulm beschäftigt und ich war bei der Bahn. Wir haben sogar gemeinsame Bekannte und wir laufen zusammen. Es ist herrlich in Wieblingen, man muss nicht woanders hin. Es ist kurz vor 2:30, Zeit für den Reha-Sport. Wir alle, die wir hier sind, genießen den Reha-Sport, dass wir uns bewegen können, dass wir so einen tollen Therapeuten haben, der uns zeigt, was wir für uns machen können. Und es tut uns gut, alle, wie wir hier sitzen. Herr Mayer, den Ball bitte.